was ein Teil von unserer Woche ist, dass wir drei uns abwechseln. Eine Woche lang immer jemand, der diese Gebetszeiten vorbereitet und dann auch nach seiner, seiner Art des Betens das vorbereitet. Und dass wir da einfach auch mitgehen. Also dass jeder so seine Gebetsart auch mit uns teilen kann. Also dass da keiner zu kurz kommt. Schwester Lütgert betet eher aus dem Christuslob. Ich bin eher eine, die mit Musik arbeitet, mit meditativen Musik. Und Schwester Cornelia ist wieder auf einem anderen Weg. Ja, und dass wir uns da nicht vergleichen, das ist wichtig. Ja, das ist sondern, dass jeder seinen Gebetsweg auch vorbereiten kann oder seinen Weg gehen kann. Schwester Cornelia betet gerne im Gebetsraum in unserer Wohnung. Da hat sie ihren Gebetsschemel und sie hat mal gesagt, sie ist sehr gerne auf entweder in ihrer eigenen Gebetsecke im Zimmer oder halt im Gebetsraum oben. Haben wir nochmal einen kleinen Gebetsraum für uns Schwestern. Also es hat so jeder seinen Platz. Ja. Und das darf auch sein und das ist echt schön, dass man so Abwechslung hat in den verschiedenen Gebetsweisen. Und es kommt jeder so zu seinem Gebetsweg. Und wir sind auch gegenseitig entlastet. Wenn wir die Woche um haben, dann haben wir nochmal wieder 14 Tage, wo wir uns einfach in das Gebet geben können, des anderen einfach. So reinzugeben und nicht vorzubereiten, sondern einfach uns fallen lassen in die andere Gebetsweise. Mein Platz, mich auch gerade abends nochmal auf den Weg zu machen in die Kapelle, da ist es echt schon dunkel und dann nochmal so diese Atmosphäre von Licht und Kerzenschein erstmal zu erfahren und dann auch so den Tag in der Kapelle ausklingen zu lassen. Und ich bete am nächsten Mittag dann eben Rosenkranz im Garten und da bete ich sehr gern, weil da habe ich frische Luft und das tut so gut, auch wenn man dabei läuft, das lenkt mich nicht ab, im Gegenteil, das geht einfach, das ist so schön. Und dann gehe ich noch in die Kapelle zur stille Anbetung und da bete ich dann auch ähnlich wie du, da denke ich immer, Jesus ist da und ich bin da. Jetzt bin ich einmal still. Versuche wirklich still zu sein. Also ich merke gerade, wie unterschiedlich die Gebetswege sind. Ja, das ist gut. Also das ist echt total spannend zwischen, also wenn ich dazu höre von dir, merke ich gerade, ich habe da so einen ganz anderen Weg. Ja. Also wenn ich so auf meinem Eutomiestuhl sitze und mir ganz bewusst jetzt innerlich sage, so jetzt bin ich ganz da. Ich habe die Menschen, die mir anvertraut sind, wirklich mit dabei und habe so meine Haltung, indem ich mich echt verwurzel und auch so in die Hände spüre
Und da spüre ich oft so eine ganz starke Bewegung, so von Kraft. Und da merke ich, diese Kraft, die soll rüberschwingen. Die soll, also die möchte ich nicht alleine irgendwie erfahren, sondern ich möchte sie verschenken. Und das ist nicht, was ich mache, sondern das ist ein Geschenk. Das sagt man gerade bei diesem kontemplativen Weg, dass es nicht ins Machen geht, sondern wirklich im Wahrnehmen und letztendlich ist es ein Geschenk, was dir geschenkt wird. Ich kenne einen ganz schönen Film. Ich kenne eine ganz lebendige, lustige Person, das ist Don Camillo. Der Mann, den mag ich einfach. Na, also der so wie ihm der Schnabel gewachsen ist, mit seinem Herrn redet. Und das ist was mir total, wo mir total Freude macht, den Film anzuschauen. Weil das ist ein Mensch, der so unkompliziert mit seinem Herrn umgeht und ihm alles sagt, was ihm gerade auf der Seele liegt. Ob es in der Kirche ist und. Mit seinem Bürgermeister, die zwei. Das ist wirklich schön, wissen Sie, Manuela. Das ist wirklich ein Film, den ich liebe. Aber so tue ich auch mal so mit dem Herrn beten. Also ich schäme nicht, aber man kann so, kann man eben auch mit dem Herrn reden. Das kann man doch, denke ich mir oft, das muss ja nicht vorgefasste Gebete sein. Man kann auch frei beten.